Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Game of Thrones Mortal Crusading 2. Letztes Mal haben wir Geld an die Numerarius Hand gegeben, unsere Halbschwester, was dem Umstand geschuldet ist, dass unser Vater Oberyn war. Oberyn Martell, wie Red Viper of Dawn. Deswegen sind ja alle unsere Halbgeschwister hier. Oder Ganzgeschwister. Oder wie auch immer. Jedenfalls haben wir die unterstützt und sie kämpft gerade einen blutigen Krieg gegen den Prinz Daegos hier in Sunspear. Und wir hoffen natürlich, dass sie gewinnt. Damit wir unser Geld nicht umsonst investiert haben. Mit etwas Glück könnte das klappen. Wir können sie nicht aktiv unterstützen, sonst... Aber man sieht hier schon, der Kampf geht ganz entschieden zu ihren Gunsten aus. Deswegen stehen die Chancen gut, dass sie an, dass sie unsere Overlord wird. Oder Overlady, besser gesagt. Anders might fancy me. Anders Jordan. Nee, der stottert. Wir wollen das nicht. Außerdem ist er mit uns verwandt. Das geht nicht. Kannst du nicht machen. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus für sie. Nicht direkt für uns, denn wir haben ja direkt nichts damit zu tun. Wir können eigentlich Geld investieren hier in unsere Ländereien, obwohl das nicht allzu viel bringt, da wir nicht allzu viel Geld haben, um selbiges zu tun. So. Princess Sarella Adler in Starfall. Meinetwegen komme ich dahin. Auch wenn noch Zeiten nicht immer das beste Zeichen sind. Aha, aha, aha. Aha. Oh. Settlement of Dawn and Lady Obera of Ghost Hills become close friends. Cool. Der ist jetzt unser bester Freund. Oh, und die auch. Tanya Westbrook. Okay. Why the hell not? So, da sieht man jetzt die beiden. Tanya Westbrook und den hier. Sind jetzt unsere Freunde. Das ist natürlich cool. Ist immer schön, Freunde zu haben. Und jemand hat sich jetzt bei der davon geschlichen. Ach, unser Onkel. Der genauso alt ist wie wir. Das ist witzig. Und Janelin. Ach, unsere Master of Whisperers. Nee, die von Daggers. Whatever. Der Sandor Jordan, den ich selbst so genannt habe, und Saria, wer auch immer das ist. Ist doch schön. Und der ist immer noch unser bester Freund. Das freut uns natürlich. Und ja, die sind jetzt verheiratet. Und die ist immer noch unsere beste Freundin. Das ist ja schön. Oh, der ist jetzt auch unser bester Freund geworden. Und noch mehr Leute haben sich davon geschlichen. Und die Hochzeit war echt schön. Und niemand ist gestorben, das ist ja cool. Alles klar, der Tommen hat irgendwas geerbt von Leuten. Das freut uns natürlich. Die Numeria kämpft immer noch um den, nicht um den Thron, sondern um Dorn. Um Sunspear sozusagen. Was machen wir jetzt am besten? Ich weiß nicht, was mit diesem Spiel ist und wie wird bei den Aufnahmen zu Game of Thrones meinen Mund immer total trocken. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Vielleicht hätte ich unten ein Haus nehmen sollen, das weiter nördlich liegt.
Aber, nee, der ist mit Observant, das ist nicht gut. Was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Mein Mund wird aber total trocken, wenn ich das hier aufnehme. Aber ich glaube nicht, dass was gebracht hätte, um nördliche Ressourcen zu nehmen. Außerdem wollte ich unbedingt mit den Jordanes spielen. So. Blabla. Ach so, der ist gar nicht legitim. Ja, klar. Oh. Wir können das Kind abtreiben und aber wir wollen das nicht, natürlich. Wir wollen das Kind haben, denn wir brauchen Kinder. Ist Grace King Thomas hier fit in dem Teil und dann ist der King of Marine. Who knew? Jetzt haben die Länder das Marine fest verankert. Alles klar. Wie interessant. In der Tat. Warum hat er mich nicht zur Queen of Marine gemacht? Das wäre doch mal cool gewesen. Oh. Ja, wir wollen ihn umbringen. Das ist doch mal eine konstruktive Idee. Oh. Jetzt ist sie wieder in Unterzahl. Und es lief doch gerade so gut. Wie schade, dass wir die nicht unterstützen können. Dabei dachte ich gerade noch, sie hätte eine Chance. Ach, sie ist jetzt dahin geflohen, hat aber immer noch mehr Leute. Das muss mal einer verstehen. Eigentlich mehr Leute als das hier. Ich verstehe das alles nicht. Muss ich einfach mal so sagen. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Oh, einen Sohn haben wir bekommen. Wie nennen wir den jetzt mal? Also ich bin jetzt ja ein großer Fan von dem Namen Doran. Aber da unser Onkel schon so heißt. Wir gehen einfach mal Darren. Nennen wir den so. Gehen wir einfach mal ein bisschen in der Zeit zurück. Und benennen den Sohn nach dem Großvater von unserem Großvater. Also nach dem Ur-Ur-Großvater. Ja. Holy shit. Hat sie zwei Kinder auf einmal bekommen? Oder habe ich gerade nicht aufgepasst? Moray, ich würde sagen, dafür gehen wir auch irgendwie weiter zurück. Und dann die Aschara, nach den Großeltern, nach den Urgroßeltern, benennen wir jetzt einfach. Das ist so cool, Zwillinge. Und die sind attraktiv. Beziehungsweise die weibliche Hälfte ist attraktiv. Ist klar. Warum nicht auch er? Naja, was soll's. Aber es ist echt cool, dass wir Zwillinge haben. Brauchen wir uns erstmal weitestgehend keinen Kopf mehr, um Kinder zu machen. Und machen das einfach nebenbei so, wie es gerade kommt. Und suchen uns jetzt eine neue Ambition aus. Was haben wir hier denn? So ein Verdurian Sword, das hätte ich wirklich sehr, sehr gerne. Ein Familienschwert. Fünf Kinder, Combat Ability. Intrige wäre eigentlich ganz gut, aber da wir einige der Events jetzt nicht mehr bekommen können, da eins von denen verbuggt war, bringt das glaube ich nicht mehr so viel. Martial Ability. Das mit der Combat Ability wäre wahrscheinlich nicht schlecht, obwohl wir nicht allzu viel mit dem Kämpfen anfangen könnten. Aber Learning wäre ganz gut, damit wir unsere Kinder besser unterrichten können. Das wäre ganz gut, ja. Da könnten wir, glaube ich, auch einiges über Drachen oder so lernen. Finden vielleicht so ein Drachenei und können das dann ausbrüten, um die ganze Welt zu erobern. Yeah! So.
Wo waren wir gerade? Oh, einen neuen Meister, alles klar. Ist schon auf dem Weg. Alles klar. Wie wär's immer noch mit Nein? Ich hab zwar inzwischen das Geld, aber. Well, fuck you, Daggers. Um es mal so darzustellen. Ach, der liebt uns total. Und wir mögen ihn immer noch nicht. Denn, wie schon erwähnt, hat er immer noch unsere Schwester gefangen. Glaube ich. Ja, die hier ist immer noch in seinem Gewahrsam. Der wollte sie eigentlich unterrichten, aber ist nichts draus geworden. Hat sich was mit Unterricht. Na, was sollen wir machen? Wir können da nichts gegen unternehmen eigentlich. Wir können das Lösegeld bezahlen, aber wozu? Wir haben mit der nichts zu tun. Was jetzt noch ganz wichtig wäre, wo mich ja gebeten wurde, daran zu denken. Ich meine, die wurde gerade erst geboren, die können noch keine Totoren bekommen, aber was ich jetzt am besten machen sollte, ist unsere Geschwister an den Mann bringen, beziehungsweise an die Frau, die zu verheiraten. Die ist 17. Salinger Dane. Das ist ganz gut. Patrick. Einen älteren Bruder hat er nicht. Schade. Deswegen verhalten wir jetzt den. Nee, nicht den Patrick, sondern den Miles. Der hat gar keine Bildung. Der eine hat keine Bildung und der andere ist Craven. Na, was soll's? Wir werden jetzt mit den Martells noch eine Allianz schmieden. Wir können mit den Tyrells auch einen schmieden, aber die Martells sind mir erstmal wichtiger. Aus nachvollziehbaren Gründen. Oh, mit den Targaryens. Wir könnten den Targaryens auch ein Sprungbrett wieder verschaffen und Astapor und Yunkrai gehört denen immer noch. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, uns mit denen zu verbinden. Von daher machen wir das. Und wen verraten wir denn noch? Den Patrick, den Miles, den verraten wir jetzt an die hier. Und zwar patrilineell, also ganz normal. So, ich weiß gar nicht, wer es überhaupt. Ja, der hat das akzeptiert. Wer ist eigentlich sein. Fuck yes. sie ist die Erbin von ihm. Und ich weiß nicht, wo bei uns in der. Naja, ziemlich weit hinten in der Reihenfolge ist der Miles. Ah, er wird. Das heißt, seine Kinder, das heißt, die Jordanes werden die nächsten Overlords von Dorne. Allerdings nicht unsere, sondern nur Verwandte von uns. Okay, das war jetzt nicht ganz optimal geplant. Wer hätte es auch ahnen können? Ich meine, wir waren. Und wie mit den Targaryens verschwägert aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wie überhaupt hier irgendwas passiert, kann ich schon lange nicht mehr auseinanderhalten. Und ich sollte Zeit nicht dauernd anhalten, dann wird das auch viel schneller gehen hier. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, muss ich einfach mal so sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen war ich da gar nicht zu spekulieren.
So, was können wir denn noch machen? Hier ist soweit alles okay. Können wir hier vielleicht jemand besseren bekommen? Ja, können wir. Den Sandor. Setzen den Direktor wieder ein. Ja. Ist alles okay. Und weiter geht's. Autosave ist wichtig. Und arbeitet auch ganz einwandfrei. Ja, unsere Langzeitpläne entfalten sich langsam, aber sicher. Sunspear gehört so gut wie unserer Familie. Das ist natürlich schon mal gut. Das ist zwar nicht ganz das, was ich wollte. Ich wollte das selbst regieren und nicht von einem Verwandten einer ominösen regieren lassen. Wir müssten ziemlich viel morden, um da an die Spitze zu gelangen. Aha. Wir lesen gerade über das Age of Heroes. Das Zeitalter der Helden. Wo wir gerade dabei sind, lassen wir denen mal Tierstein sammeln. Und ja, Master Alaras. Warum wird ich ständig mit irgendwelchen ominösen Leuten schlafen? Warum? Du bist noch nicht mal mit dem verwandt. Warum lässt du dich von dem anziehen? Jetzt können wir so einen Einsiedler suchen. Aus irgendeinem Grund. Ach, der soll sehr weise sein. Na dann. Suchen wir doch mal nach dem. Vielleicht kann er uns ein paar interessante Sachen verraten. Zeig dich, alter Mann! Achso, keine. Er kauft nichts. Wir bitten ihn, sein Wissen mit uns zu teilen. Und wir kriegen 2 Learning-Punkte. Yeah! Fehlt uns nur noch einer, dann haben wir unser Ziel da erreicht. Jedenfalls so, wie wir es erreichen können. Denn man kann es zwar verbessern, aber nur bis zum Punkt 8. Danach muss man sehen, wo man bleibt. Das ist etwas unpraktisch, muss ich sagen. Wie wär's mit Nein? Wenn du die gefangen nimmst, dann behalte sie. Versuch nicht Geld aus mir rauszupressen, das ist unhöflich. Das gefällt mir nicht. Der High Septon ist schon wieder tot. Ja. Das ist einfach cool, dass er uns seine Erben einfach so vorsetzt und damit den Thron praktisch abtritt. An uns direkt. What? Der hat doch schon. Was heißt das jetzt konkret? Son of a Beach. Der hat jetzt einfach an jemand anderen. Oh Mann, was soll denn das? Das ist gemein. Wäre auch zu schön gewesen. Naja. Es bringt nichts darüber zu weinen jetzt. Castor 2, da kriegen wir mehr Geld. Das ist auf jeden Fall gut. Kostet zwar ein Schweinegeld, aber für die Zukunft wird sich's auf jeden Fall lohnen für uns. Hoffentlich. So. Das ist soweit alles okay.
guck da mal gerne nach, denn man kriegt nicht unbedingt immer mit, wenn irgendjemand stirbt oder einen plötzlich hasst und einen umbringen will. Und es gibt einen neuen High Septon, das ist cool. Freut mich. Ah, Marissa Riswell. Okay, Trim und Garkelen. Okay. Alles klar. Greg of the Mountain. Oh, schon wieder schwanger. Wahnsinn. Wie wär's mit noch ein paar Zwillingen? Alles klar. Das ist doch irgendwie die... Ich... Das ist doch die Tante gewesen. Die Eon Jordan. Oh, die ist inzwischen auch 16, die Mariah hier. Quick and Integrated Warp Weaver. Alter Schwede, die hat es echt weit gebracht. So, jetzt können wir die matrilineell an. Der ist 2. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Das ist der, den wir ursprünglich an die Mattels verheiraten wollten. Also es hat ja nicht geklappt, so wie wir es wollten. Deswegen bin ich ja immer noch ein bisschen verstimmt. Wäre vom Alter her eigentlich am besten. Darren. Ja, von den Eigenschaften, ja, von den Stats. Das ist matrilineal, kriegen wir sonst da nichts hin. Sonst müssen wir die an irgendeine andere Dynastie verraten und das wollen wir nicht. Von daher ist unser Bruder und das ist unsere Tante. Okay, dass die Tante älter ist als der Bruder, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ich dachte gerade, das war andersrum. Alles klar. Haben wir uns darum schon mal gekümmert? Batterwick, Queen Vera. Ja, warum denn? Der braucht nichts. Nein, der geht das nicht. Das war von Anfang an nicht so geplant, dass der irgendwas bekommt von mir. Und jetzt sehe ich schon, so, wie sieht das denn hier aus? Nimmt der das wenigstens an, der Tyrion? Ja! Das ist cool, dass der so einsichtig ist, was das betrifft. Alter Schwede, die ganzen Sand Snakes sind alle schon tot. Wobei vor der Mordet, die ist natürlich gestorben, die war zu gestresst. Oh mein Gott. Und wenn sich irgendeiner, der noch nicht so weit in den Büchern gekommen ist, fragt, warum ich die ganze Zeit von den Sand Snakes rede. Das ist wieder ein Spoiler für die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe nur die ganze Zeit schon davon gehört und deswegen kriege ich das nicht aus dem Kopf. Immer noch unsere gefangene Schwester. Ich weiß nicht, was es ist. Unsere Familienmitglieder werden ständig irgendwie gekidnappt und von irgendwelchen Leuten nah oder fern, von Verbündeten oder vollkommen Fremden. Nicht mal von Feinden, sondern einfach random. Ich verstehe es einfach nicht. Kingshaus Peasant Revolt. Moment, das ist doch hier oben. Ja. Was hat das mit uns zu tun? Ach, das gehört auch noch ihr. Kingshaus. Nee, Kingshaus ist hier. Deep down belagern die jetzt gerade. Aber wie auch immer, das interessiert uns gar nicht. Das ist zu weit weg, um uns zu interessieren, obwohl die Riswells unsere Vermittelten sind. Finde Zuschauer nicht hauptsächlich gefallen. Wenn er schaltet auch beim nächsten wieder ein. Die letzten Folgen waren es ein bisschen ruhiger, sage ich mal. Aber ich hoffe, dass wir bald ein bisschen mehr Action hier reinkriegen. Hoffe ich zumindest.
die Kinder werden, die sind jetzt beide zwei und es sind Zwillinge und es sind gute Zwillinge. Sie werden hoffentlich noch besser. Oh, er ist die Seed-Forschung geworden. Das ist gar nicht mal so von Nachteil, denke ich mal. Also, bis zum nächsten Mal. Seid gespannt. Ciao, ciao.